er liebt es ja, von Blondinen umrahmt zu sein. Nein, so ist es nicht wirklich, ne? Aber er hat eine wunderschöne Frau an seiner Seite und das ist Dr. Med Sonja Sattler, die mit ihm auch die Klinik gegründet hat. Das vergisst man nämlich immer, weil der Gerhard sich so gerne ins Rampenlicht stellt. Nein, auch nicht das. Aber sie hat ganz andere Aufgaben natürlich, aber mitunter auch Aufspritzen. Und das ist unser Thema heute. Er hat nämlich eine eigene Technik erfunden, auch wenn er selbst nicht gerne hört. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, eben die Form zu erhalten, eigentlich die jugendliche Form wiederherzustellen. Wie er das genau macht, muss er jetzt selber erklären. Ja, im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach, denn wir haben ja eine gewisse Anatomie. Das kann man sich eigentlich gut vorstellen, wenn man die Architektur von einem Haus sich vorstellt, die hat ja eine gewisse Statik, sodass also quasi die Etagen dann auch aufeinander bleiben und nicht das Haus zusammenfällt. Und genauso sieht das quasi unter unserer Haut aus. Das heißt also, wir haben zum Beispiel hier am Kinn viele Verbindungen zwischen Knochen und Haut. Deswegen ist das Kinn sehr fest, das können wir nicht wegziehen. Mhm. Im Bereich vom Hängebecken, komischerweise, ist es aber sehr weich. Das heißt, und hier oben im Bereich von der Wange und dem Jochbein, also dem unter dem Auge, ist es wieder sehr fest, also haben wir wieder sehr viele Fasern, die das Haut, das Gesicht quasi festhalten. Mhm. Und die Indianer, wenn die früher das Skalp genommen haben, die wussten genau 1, 2, 3, 4 und dann konnten sie quasi die ganze Haut abziehen. Oh, nee! Doch, so war das. Und diese Karl May neu definiert, ja, genau. Ja, aber das ist genau die entscheidenden Punkte. Wenn ich jetzt versuche, in oberflächlichen Ebenen was aufzudehnen, dann verbrauche ich ja sehr viel Material. Und man sagt ja, man muss alle 4 Monate nachspritzen, das ist natürlich Quatsch. Ja. Das Material heute ist so gut, dass das ewig bleibt. Yes. Und die Hyaluronsäure hat die Eigenschaft, Wasser zu ziehen. Also hier richtig Wasser aus dem Körper in Zonen hineinzubringen, die eigentlich durch die verminderte Durchblutung geschrumpelt sind, also kleiner geworden sind. Deswegen ist die Haut nicht mehr so gespannt und so entstehen dann die Falten. Und fällt dann auch runter. Und dann, natürlich senkt sich dadurch auch ab. Mhm. Wir denken, die Fasern sind schwächer geworden, aber eigentlich ist der Luftballon nur nicht genug aufgepumpt. Verstehen. Dadurch, dass das Wasser verloren gegangen ist. Und das Wunderbare über die Hyaluronsäure, das ist das Material, was wir am meisten verwenden, ist das, dass eben Feuchtigkeit aus dem Körper über Osmose in die Gewebsschichten hineingezogen werden. Und dann haben wir aber dummerweise nach 2, 3 Jahren viele Gesichter, die eben mit zu dicken Wangen oder aufgepumpten Gesichtern letztendlich unnatürlich aussehen und verquollen. Und das ist das große Problem, dass man mit der Hyaluronsäure sehr, sehr sparsam umgehen muss. Das heißt, wenn ich jetzt sparsam unter die Haut spritze, dann siehst du nichts und dann sagst du natürlich, warum soll ich da mal was reingeben können? Da bin ich nicht zufrieden. Mhm. Aber man muss eben an den Stellen, an denen diese Hyaluronsäure mit kleinsten Mengen wirksam an die Oberfläche aktiv wird, injizieren und damit quasi die Behandlung beginnen, um auch langfristig nie in die Situation zu kommen, zu viel Material zu verwenden. Ja? Und dann hat man quasi ein gewisses Grundgerüst, das heißt, das Gesicht ist wieder gehoben, ähnlich wie beim Lifting, und dann kann man mit kleinsten Mengen noch eine Endkorrektur machen. Und da ist es dann auch wiederum wichtig, dass man eben die Anatomie kennt. Und zwar ist das nicht so eine einfache Geschichte. Das ist jetzt wichtig. Das ist nämlich wirklich tatsächlich und da ganz muss man, wichtig. Und da muss man eben sehen, wo Fettkammern sind, wo Halteapparate sind. Und da werden dann entsprechend spezielle Punkte gesetzt, dass mit, sagen wir mal, 1, 2, maximal 3 Milliliter das ganze Gesicht plötzlich wieder so aussieht, wie es früher ausgesehen hat, beziehungsweise wie man sich eigentlich gerne selbst im Spiegel erkennen will. Weil es soll eben nicht entarten, was man ganz häufig ja so sieht, sondern du bläst es nicht künstlich auf und du unterspritzt auch keine Falten, was jetzt mal ganz wichtig ist, so und zieht es da irgendwie der Länge nach, ne? Sondern ihr macht es eigentlich so, dass ihr das Gesicht wieder nach vorne holt. Durch, ich sag das jetzt mal ganz frech, wie so Säulen. Also du setzt eigentlich das Gesicht wieder auf Säulen, du untermauerst das, sodass das Gesamte nach vorne kommt.
Deswegen nennt sich die Technik auch Tower-Technik. Tower-Technik, schau mal, wie gut ich bin. Ja. Und genau auf diesem Prinzip letztendlich beruht diese Methode. Aber was für den Patienten am wichtigsten ist, ist ja immer die Auseinandersetzung mit dem sozialen Konflikt, dass vielleicht die Nachbarin, die ein bisschen neidisch ist, dann natürlich sagt, hast du was machen lassen oder so. Ästhetische Behandlung in diesem Rahmen sind so gemacht, dass man sie nicht, als wenn man nicht bei der Behandlung dabei gewesen ist, als Behandlung nicht erkennt. Man sieht nur einfach jünger aus, oder wie würdest du sagen? Eigentlich musst du sagen, das erste Bild ist dein bester Freund. Ja, gut. Das erste Bild vom Patienten und diese Form des Gesichts wirst du nie verlassen als Behandler. Genau. Du wirst immer genau da wieder zurückkommen. Und manchmal sage ich auch, bring doch mal ein altes Foto mit. Und das alte Foto, dann weiß man, wo die Volumina gesessen haben. Und dann ist das wirklich ganz toll. Man kann das sukzessive darauf hinarbeiten, nicht auf einmal natürlich. Ja, wie alt darf das Foto sein? Das ist eigentlich egal. Nein, sehr jugendliche Fotos. Schön. Ja. Ja, aber man hat ja sein Aussehen. Ja? Ja. Und man könnte zum Beispiel auch bei Angela Merkel die Merkel-Falten einfach quasi wegspritzen. Ja, sie war schon lange nicht mehr beim Aufspritzen jetzt. Ja. Und dann würde natürlich ihr Gesichtsausdruck auch eine ganz andere Ausstrahlung haben. Ja, und das, weil aber, diese Längsfalten einfach wahnsinnig negativ sind. Es gibt einfach positive Falten und negative Falten. Und verschönern, also Gesicht verschönern, geschieht in dem Sinn, dass man die negativen Ausstrahlungsmomente eben wegnimmt. Deswegen unterhält man sich auch lange mit dem Patienten und beobachtet ihn, was er für positive Elemente und negative Elemente hat. Und dann wird man genau die Negativelemente wie bei Photoshop versuchen wegzubehandeln. Und den Rest lässt man natürlich, weil die positiven Elemente will ich ja nicht behandeln. Die will ich ja für den Patienten arbeiten lassen. Und so geht ganz, ohne dass irgendeiner was mitbekommt, über die Jahre hin entwickelt sich trotz Alterungsprozess ein schönes Gesicht. Das finde ich ganz toll. Jetzt noch eins zum Thema Lippen. Also wir haben ja ganz, ganz gruselige Vorbilder. Also ich möchte so nicht aussehen. Gell? Also ganze Kanonaden an Schlauchgurten. Das wollen wir nicht. Manchmal auch ganz rot angemalt. Ne? Mhm. Also das machst du aber nicht. Ne? Auch hier gilt das Gleiche, wie eben schon gesagt. Man muss eigentlich der Anatomie folgen. In dem Moment, wo man das Material quasi in eine Form hinein quetscht, wo es überhaupt keinen Raum dafür gibt und keinen Platz, dann gibt es Verformungen, die dann auch in der Sprechbewegung atypische Bewegungen und Momente ausstrahlen lässt, die dann auffallen und jeder sagt, guck mal, die hat sich die Lippe aufgespritzt. Das sieht aber komisch aus. Vielleicht von vorne noch ganz gut und wenn man dann im Profil das sieht, dann ist dann ein Entenschnabel wie Daisy Duck zu sehen. Das ist natürlich. Ich hab nichts machen lassen. Ich hab nur Wasser getrunken. Die verstehen das nicht. Die kommen und sagen, sie wollen noch mehr und haben schon so einen vorstehenden Mund. Und dann ist wieder die Fotografie. Wir haben ja heutzutage auch 3D. Also wir können den Menschen von allen Seiten zeigen auch. Erst dann, wenn sie sehen, wie die Oberlippe schon vorsteht, kapieren die überhaupt, dass sie nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, es gibt noch einen wichtigen Moment und den hast du eben versucht zu sagen. Eine schöne Lippe bleibt eine schöne Lippe. Also mit einer guten Form, die kann man super behandeln, dass es total natürlich ist. Eine sehr gerade und sehr schmale Lippe, die wird man nie in eine volle Angelina Jolie-Lippe umwandeln können. Das funktioniert einfach anatomisch nicht. Genau. Ja. Und da muss man sagen, man kann aus vielen Lippen was ganz Tolles rausholen, aber dann bitte Schritt für Schritt und nie eine sogenannte Entschnabellippe. Genau. Das ist dramatisch. Und das lasst euch mal gesagt sein. Das ist dramatisch. Ja. Ja. Ich glaube, das war ein gutes Wort. Ja, ja, weil ich sehe, also sie kommen ja immer wieder, also der Weg ist ja so, die kommen zum Unterspritzen, haben noch nichts drin. Dann sehen sie immer ein, zwei Tage etwas geschwollen. Ist ja nicht schlimm, das muss man vorher besprechen. Dann merken sie, es geht wieder zurück und kommen wieder, es ist alles weg nach 4 Wochen. Stimmt gar nicht, dafür haben wir ja das Foto. Sieht schon viel besser aus, aber sie wollen eigentlich den geschwollenen Zustand. Dann kann man ja noch einen Hauch dazugeben, solange es nicht nach vorne geht. Aber das ist wirklich manchmal eine Mehrfachtherapie. Und letztes Wort, wenn man die Anatomie kennt, wird man natürlich in die Zonen, wo quasi der Alterungsprozess stattgefunden hat, hinein injizieren mit den richtigen Nadeln oder Kanülen. Und man wird als Nichtbeteiligter bei der Behandlung eben das überhaupt nicht erkennen. Ich würde sagen, das hat immer so ausgesehen.
Und er sieht nur jünger aus, oder wie soll man sich das vorstellen? Frischer. Naja, das wir werden das gleich sehen. Ich mache das heute. Ja, ne? Ich mache das heute. Ja. Eine junge Lippe hat eine gewisse Breite und eine gewisse Proportion und eine gewisse Mimik. Proportion zwischen oben und unten. Ja? Und das ist deine Lippe. Und man wird immer wieder sagen, das bist du. Und so, wenn man jetzt durch die Behandlung diese wesentlichen Punkte nicht beeinflusst, ist man nicht in der Lage zu erkennen, ob diese Lippe behandelt ist oder nicht. Wir haben auch eine gewisse Schwankungsbreite. Also zum Beispiel, jetzt wir sind hier bei Wasser, aber es könnte auch ein Margarita sein mit dem Salz, mit dem Salzrand. Dieser Salzrand reizt deine Lippen so sehr, dass deine Lippen um 20% anschwellen. Du siehst aber überhaupt nicht anders aus, weil das ist in einem Toleranzbereich, der jetzt normal alle ist. Alle nur noch Margaritas. Ja, so. So. Und das heißt also mit anderen Worten, wenn ich mich in diesem Verhältnis bewege, dass ich quasi alles harmonisch behandle, dass ich nichts verschiebe zueinander, was dann für dich untypisch wäre, ist eine Behandlung für den Betrachter nicht zu erkennen. So. Das heißt also mit anderen Worten, wir sättigen nur das auf, was verloren gegangen ist. Und du gehst zum Spiegel und sagst, oh, das sieht aber gut aus. Nee. So. Und du erkennst deine alte Lippe von früher, die du aufgrund der Bilder, die in deinem Kopf von dir sind, abgespeichert sind. Ja. Und das ist die Behandlung, die wir heute machen. Was aber jetzt wirklich auch noch die letzte Frage. Was tut ihr denn, wenn jemand zu euch kommt? Ich habe nämlich auch schon andere Schönheitsdoktoren gefragt und da war die Antwort nicht immer die beste. Also was tut ihr, wenn jemand zu euch kommt und sagt, er möchte tatsächlich gern den Entenschnabel und das Schlauchboot im Gesicht? Knallrot. Die gibt es. Die kommen mit dem Handy und zeigen dir auch noch ein Bild. Und wollen genau diese Lippe haben. Ja. Also man holt sie wirklich mit dem Bild, mit ihrem eigenen Foto runter. Und dazu kommt häufig noch, wir müssen ja gucken, wie die Zähne stehen und so. Da gibt es so viele andere Elemente noch bei der Lippe. Also ich bin der Meinung, ich berate die so, ich hole die mit ihrem eigenen Bild eigentlich ein und erkläre ihnen, dass das nicht möglich und auch nicht attraktiv ist. Also das ist ja das Wichtige eigentlich. Man muss sie ja retten vor so einer Lippe. Das heißt nicht, retten? Dass wir nichts machen. Man kann ja ein paar Ecken schon betonen, man muss aber ja nicht so eine Lippe schon. Man muss nicht das draus machen. Ja. Aber apropos retten, habt ihr viel zu tun mit Opfern anderer Schönheitsdoktoren oder ausländischen Schönheitsdoktoren? Ist das so euer Hauptgeschäft geworden? Vielleicht sogar überhaupt? Nein. Ich kann sagen, dass also der Standard in Deutschland sich enorm gebessert hat und da können wir stolz sein, denn die Presse, die Medien, aber auch die Ausbildung haben sich sukzessive gut weiterentwickelt und das Verständnis, auch der philosophische Interpretation der Ästhetik ist viel transparenter geworden und wir haben einfach eine andere Vorstellung als nur das plakative Klischee. Also das haben wir eigentlich verlassen, aber es gibt natürlich trotzdem immer wieder kleine Fallstricke und die Erfahrung, die man über die Jahre sammelt, die werden natürlich in der Universität schon gar nicht, aber auch nicht am Patienten von heute auf morgen gelehrt, sondern das muss man sich erarbeiten. Und dann ist es natürlich immer auch eine Sache des Vertrauens zwischen Arzt und Patient. Und wenn da eine Harmonie ist, dann ist man, glaube ich, als Patient gut beraten, diesen Arzt dann auch nicht mehr zu verlassen, weil so schnell findet man den dann nicht mehr. Ja, also findet euren Arzt. Ich sage jetzt nicht Dr. Sattler, aber findet euren Arzt. Ne? Ich habe meinen Gerhard gefunden und ich bin da sehr glücklich und meine Sonja und ich bin da wirklich, also für mich gibt es keine anderen, aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Ihr müsst es selber für euch herausfinden. Ich danke euch.